Ich war auch in Budapest bei einer anderen Zahnklinik. Das hat mir aber überhaupt kein Vertrauen eingeflößt und habe dann über Facebook ihre Werbung gesehen und habe das als allerletzte Chance für mich gesehen. Ich war wirklich schon ganz traurig, was meine Zähne betraf. Und dann, mein Mann hat mich unterstützt, der hat mich auch hierher begleitet. Er hat gesagt, nein, das machen wir jetzt. Und ich bereue diese Entscheidung zu keinem Augenblick. Ich habe hier nie Schmerzen gehabt, nie. Und bin vollends zufrieden. Ja, ich bin ja Lehrerin. Ich habe es natürlich auch einer vertrauten Kollegin erzählt. Die hatten natürlich viel Verständnis, weil die kennen mich ja mit meinen Problemen. Und ich habe jeden Tag nach Hause gepostet, was passiert ist, und habe gestern auch das Ergebnis gepostet. Und auch der Kommentar von zu Hause, von der Schwiegertochter war, oh, das sieht ja super toll aus. Und das in der Kürze der Zeit. Und die Schwiegertochter hat gerade auch ein Zahnproblem und überlegt natürlich jetzt, ob sie es nicht lieber doch dann auch hier machen lässt. Das, was man hier erlebt, ist eigentlich fast unglaublich, wenn man es erzählt. Das muss man eigentlich erleben. Ich gebe das gerne weiter. Ich bin total euphorisch. Ich bin so zufrieden mit der Arbeit hier. Und wenn das so rüberkommt und wenn das andere hören, werden die sagen, die sind alle bezahlt und gekauft. Nein, es ist nicht so. Es ist die Tatsache, dass man hier einfach aufgehoben ist, dass man verstanden wird und dass das Beste für einen getan wird.